Slash, meine Nummer ist eigentlich, ist mein Songschreiber auf die Zeile gekommen, aber ich konnte mich ziemlich gut damit identifizieren, weil ich wirklich schon mal einem Typen gesagt habe, Slash, meine Nummer. Wir haben es sozusagen zusammen geschrieben und ich habe mich dann da reinversetzt in die Situation, in der ich vor 3 Jahren mal war. Inhaltlich geht es eigentlich darum, dass ich aus einer Beziehung rausgehe und der Typ mich trotzdem immer wieder anruft. Und ich ihm einfach sagen muss, lass mich in Ruhe, es ist Vergangenheit und ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Meine größten Bedenken hatte ich, weil ich Selina nicht persönlich kannte. Ich habe die am Flughafen abgeholt und das war dann ein Tag vor dem Dreh. Ich bin wirklich zufriedenstellend überrascht worden, dass es von Anfang so gut klappt, dass wir uns gefunden haben. Jetzt beim Dreh ging es ziemlich flott von dann und Selina macht das wie ein alter, erfahrener Hase und das erfreut mich natürlich. Was bei diesem Dreh bestimmt ein bisschen speziell war, ist, dass wir eine dunklere Darstellerin hatten. Das ist vom Licht her sehr speziell, weil die unterschiedlichen Hauttypen speziell reagieren auf Lichtfarben. Und bei der Selina konnten wir jetzt mit wärmerem Licht ein bisschen einen goldbraunen Effekt hinkriegen. Im Video geht es eigentlich um Kontrast. Es geht um Alt und Neu, um Vergangenes und um Zukunft. Also Selina, ihre Erscheinung ist ziemlich modern, zukunftsorientiert und sie bewegt sich in einem Inventar, das eigentlich total verkommen, verbrannt, verkohlt und abgenutzt ist. Was mir eigentlich persönlich sehr gefällt, immer ist ein abgefucktes Deko und eine schöne Frau vor der Kamera. Ein gutes Licht, gute Maske, gute Ausstattung. Und so kommt eigentlich schlussendlich ein gutes Bild zusammen. Super war am Dreh, dass wir mit Feuer gearbeitet haben und mit Wasser. Das mache ich immer sehr gerne. Ich zünde einfach gerne Sachen an. Die Möbel haben wir während 2 Tagen abgefackelt, was sich eigentlich einfach anhört, aber gar nicht einfach ist, weil man muss ziemlich vorsichtig damit umgehen, sonst hast du am Schluss vom Tisch dann nichts mehr, wenn er plötzlich brennt. Ich erwarte, dass die Leute, die das Video sehen, schon sehen, wer ich bin, weil der Song ja schon sehr poppig ist und ich aber als Charakter jetzt nicht das liebe Popmäuschen bin, sondern schon ein bisschen mehr Ecken und Kanten habe.